Wieder sind in Griechenland schwere Waldbrände ausgebrochen. In der nordöstlichen Region Evros soll dabei eine Person ums Leben gekommen sein. In den meisten Regionen ist den Behörden zufolge die höchste Waldbrandstufe ausgerufen worden. In ganz Griechenland brachen in den letzten 24 Stunden insgesamt 64 neue Waldbrände aus. Mehrere Gemeinden wurden evakuiert. Die meisten Brände in Griechenland werden durch Menschen verursacht. Oftmals ist es Brandstiftung.